herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe hier auf dem roten Sofa. Wir drei drehen den Spieß jetzt einfach mal um. Wenn ihr die anderen Videos gesehen habt, war es in der Regel so, dass Teilnehmer von Jugend im Landtag die Abgeordneten interviewt haben. Ich als Abgeordneter habe mir mit den beiden jetzt einfach mal überlegt, das machen wir andersrum. Aber zunächst sagen wir doch, wer sind wir eigentlich? Stell dich doch mal ganz kurz vor. Also mein Name ist Mona Mohr, ich bin 19 Jahre alt, komme aus Hagenow und bin jetzt schon zum zweiten Mal bei Jugend im Landtag. Also schon Profi hier bei Jugend im Landtag und du? Ich bin Jakob Seemann, ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Schwerin. Ich bin zum ersten Mal hier bei Jugend im Landtag. Okay, wir haben so eine Steigerung. Erste Mal dabei, zweite Mal dabei, drittes Mal dabei. Also mein Name ist Patrick Dahlemann, ich bin Abgeordneter der SPD-Fraktion und jugendkulturpolitischer Sprecher. Und wir haben gerade eine ganz heiße Debatte da im Plenarsaal gehabt. Die Jugendregierungsprogramme wurden vorgestellt und wir haben uns überlegt, uns über das Thema Mobilität enger zu verständigen. Eine sehr spannende Debatte, auch bei uns am Tisch. Jetzt sag mir doch einfach mal, was ist euch da durch den Kopf gegangen, gerade in Bezug auf den Führerschein? Also wir fanden es eine sinnvolle Idee, dass man es einführen könnte, dass besonders Leute auf dem Land ihren Führerschein schon mit 16 als begleitetes Fahren erwerben können und dann ab 17 weitermachen, wie jetzt es mit 18 wäre, also ab 17 dann alleine fahren können, um so eine größere Entscheidungsfreiheit zu haben, in ihrer Mobilität weniger eingeschränkt zu sein durch die Eltern. Also die 17-Jährigen brettern dann nach euren Vorstellungen zukünftig allein durchs Land? Ja, sie sollten vermutlich nicht brettern, weil sie auch noch in der Probezeit wären, aber auf jeden Fall dürften sie dann alleine durch die Gegend fahren. Wichtiger Hinweis, den hätte mir mal auch jemand geben sollen. So, und du siehst es ein bisschen anders, habe ich gehört. Genau, ich bin nämlich der Meinung, dass der Führerschein ab 18 nämlich so bleiben sollte, nur dass das die Spanne vom begleiteten Fahren erweitert werden sollte, also dass man ab 16 begleitetes Fahren machen kann. Also dass man 2 Jahre Zeit hat, mit seinen Eltern zusammen zu fahren, Situationen zu üben, die vielleicht immer ein bisschen kritischer sind, um dann auch, sage ich mal, später unfallfrei auch eigenständig Auto zu fahren. Und somit finde ich die Regelung ab 18 immer noch gut so, dass der Führerschein da ist. Nur das begleitetes Fahren, je mehr Praxis, desto besser wird man ja auch. Übung macht den Meister, sagt man ja auch gerne. Hervorragend. Also ihr seht 2 unterschiedliche Haltungen. Und jetzt ist die Aufgabe von Politik, Entscheidungen zu treffen. Der Landtag muss sich Gedanken machen, wie gehen wir damit um. Am 4. September haben wir eine Landtagswahl und die bei der Landtagswahl antretenden Parteien haben da auch unterschiedliche Auffassungen, wie sie damit umgehen wollen. Ich sage euch, mein Ratschlag an Politik, einfach jungen Leuten öfter mal zuhören, Jugend im Landtag auch ein bisschen auf sich wirken lassen und nicht immer Entscheidungen über die Köpfe der jungen Leute hinwegfallen, sondern sie einfach in diesen Diskussionsprozess mit einzubeziehen. Das würde uns, glaube ich, allen helfen und eine solche Debatte auch auf breitere Füße stellen. Vielleicht hört ihr das Klingeln, das ist unser Zeichen. Wir gehen in die dritte Runde. Ich bedanke mich bei euch beiden für diese Sache und ich glaube, wir sehen uns heute Abend noch beim Feiern, oder? Genau. Aber nicht mit dem Autofahren. Okay, also schön, dass ihr zugeschaltet habt und euch einen tollen Tag. Macht's gut.